vorweg. Die Quelle ist eine, ja, schweizerische Quelle. Aber ich denke mal, kann man auch gut auf Deutschland überziehen. Ja. Es geht um Lampen mit Quecksilber sollen verschwinden. Sie leuchtet noch in vielen Küchen und Badezimmern. Schon bald wird man diese Lampen aber nicht mehr kaufen können. In manchen Wohnungen, Garagen, Kellern oder Büros sorgen sie für Licht. Die Leuchtstoffröhren, im Volksmund oft noch Neonröhren genannt, obwohl in den meisten kein Neon mehr drin ist. Es ist ein Quecksilberdampf, der sie zum Leuchten bringt. Deshalb hat die EU entschieden, sie zu verbieten. Das Verbot betrifft die sogenannten T8-Leuchtstoffröhren mit 26 mm Durchmesser und die T5-Leuchtstoffröhren mit 16 mm Durchmesser. In allen Längen spätestens ab Herbst 2023 sollen sie aus den Läden verschwinden. Wer noch so eine Lampe hat, muss nicht sofort handeln. Man kann einfach warten, bis die alten Lampen nicht mehr funktionieren. Es ist ein Verbot mit Ansage, denn in der EU wird schon seit Jahren kein Quecksilber mehr in Elektronikprodukten toleriert. Mit wenigen Ausnahmen. Bei den Leuchtstoffröhren konnte das Verbot offenbar auf Druck der Hersteller hinausgezögert werden. Man wollte Zeit gewinnen, um gleichwertige LED-Alternativen zu entwickeln, weil sie Quecksilber enthalten, sollen übrigens auch die sogenannten Kompaktleuchtstofflampen vom Markt verschwinden. Dazu gehören auch die Sparlampen, und zwar bereits ab Februar 2023. Unterdessen gäbe es fast für jeden Lampentyp einen LED-Ersatz. Die Preise liegen bei den LED-Leuchtröhren aber doch noch deutlich über jenen der Leuchtstoffröhren mit Quecksilber. Für jene zahlt man in der Regel ein paar Franken. Die LED-Alternativen kosten zum Teil um die 20 Franken. Dafür seien sie auch energieeffizienter und etwas langlebiger, sagen Fachleute. Und im Gegensatz zu früher sei auch deutlich besser geworden das Umsetzen zur LED-Alternative. Dürfte beim ersten Mal wohl bei vielen etwas Zeit und Beratung beanspruchen. Bei Badezimmer, Küche oder Kellerlampen älteren Datums sei es nämlich häufig nicht selbsterklärend, welchen LED-Modell einen gleichwertigen Ersatz biete. Man muss sich in einem Fachgeschäft sich beraten lassen, welche Alternative sich am besten eignet. Bei älteren Modellen gehört noch der sogenannte Starter dazu. Dieser steckt in der Fassung. Das sind kleine, runde Klötzchen. Diese müssen ebenfalls ersetzt werden, wenn man auf LED wechselt. In manchen Fällen lässt sich das von Laien bewältigen. Bei gewissen Lampentypen brauche man aber wohl beim ersten Mal die Hilfe eines Elektrikers. Vor allem, wenn größere Anpassungen nötig sind, damit das Badezimmer- oder Kellerlicht LED-kompatibel wird. Meine Meinung. Ich bin dagegen, dass die verboten werden, weil viele Leute kommen mit LED nicht klar. Und gute Sicht ist Lebensqualität. Wenn jemand sagt, ja, ich mag aber eine Glühbirne mit so und so viel Watt, das ist schönes Licht für mich. Oder ich möchte die Leuchtstoffröhre, weil das toll ausleuchtet, weil Schattenbildung einfach anders ist, dann kann ich das nachvollziehen. Und ich käme halt nie auf im Traum auf die Idee zu sagen,
Also ich käme halt nie im Traum auf die Idee, halt zu sagen, nee, Lampen sind böse, die gehören jetzt verboten. Aber das ist die EU. Dem. Überleg doch mal, wie viel Elektroschrott jetzt über die nächsten Jahre hier anfallen wird. Warum? Weil, wenn diese Leuchtstoffröhre im Badezimmer oder in deiner Küche oder auch sonst wo kaputt geht und du hast aber die passende Fassung dafür, da kannst du erstmal darauf hoffen, dass irgendwelche Hersteller hingehen und werden die auf LED als Ersatz anbieten. Das wird vielleicht kommen. Vielleicht aber auch nicht, weil es gar nicht so eine große Nachfrage danach geben wird. Was ist die Folge daraus? Du wirst deine Fassung komplett ausbauen müssen. Je nachdem, wie die im Badezimmer verbaut ist, wirst du ein hässliches Loch, eine Beschädigung oder ähnliche und eine Fliese. Zurückbehalten, weil die ja nicht unbedingt passen dafür. Etwas Neues finden wirst. Das ist wieder so ein richtiger, unsinniger Quatsch, der gemacht wird. Und wie angesprochen, gerade eben der Müll, der dadurch zustande kommt, dass man dann etwas Neues kauft. Aber nein, was sage ich da? Es muss ja erstmal schlechter werden, bevor es besser wird. Man kann es sich nicht mehr ausdenken. Ja, das ist so meine Meinung zum Thema Leuchtstoffröhrenverbot. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare.